Der Abriss ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, dieses ganze Haus neu zu strukturieren. Annika soll ja hier unten ein Schlafzimmer bekommen. Den Raum gab es bis jetzt noch gar nicht. Wir knapsen also ein bisschen was vom Wohnzimmer weg und schlagen das dem neuen Schlafzimmer zu und schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe. Und mit dem schnellsten Bauteam Deutschlands schlägt man tatsächlich 38 Kubikmeter Schutt an einem Tag aus einem Haus. Bestleistung. Tag 2 in Bayern bei den Sunderlands. Ab heute darf endlich neues Material ins Haus, zumindest die Trockenbauplatten. Die neue Küche hingegen muss sich noch ein wenig gedulden. Ach Mensch, da bist du ja schon. Ja. Pünktlich. Es gilt ja auch, keine Zeit zu verlieren. Schließlich warten stattliche 53 Pakete mit Küchenteilen. Bei der Aufteilung der Küche haben wir darauf geachtet, dass die Stauräume in Greifhöhe sind. Für Annika, also wir haben bewusst keine Oberschränke eingeplant. Es sind in erster Linie Auszüge, die diese Küche ergänzen. Wir haben einen Apothekerauszug, das sind diese großen Hochschränke, wo man komplett alles rausziehen kann und leicht erreichen kann. Und es gibt einen Küchenbereich, den sie dann auch unterfahren kann mit dem Rollstuhl. Annika möchte ja, solange es geht, noch weiter mitarbeiten in der Küche. Und das wird in diesen Bereichen ermöglicht. So nimmt das Umbaukonzept langsam Form an. Jedoch nicht ohne erste Kollateralschäden. Schreiner L. hat beim Aufstemmen des alten Badezimmerbodens ein kleines Geschenk für seinen Kollegen hinterlassen. Nee. Es erwischt halt immer einen. Diesmal hat es mich erwischt. Der L. hat mir die Leitung angebohrt. Aber es war nicht so schlimm. Das war eine alte Leitung, die unter Druck noch stand und ich hätte so oder so kappen müssen und neu verlegen müssen. Daher war ich ja gar nicht böse, ansonsten wäre ich ausgerastet. Was ich noch fragen wollte, warum hast du das jetzt gemacht so? Weil noch habe ich keine Röntgenaugen. Die habe ich zu Hause gelassen. Noch? Jetzt hast du Pech. Siehst du mal, wie es immer mehr geht? Ja. Siehst du mich Panik machen? Nein, aber es wird immer schlimmer. Soll ich vielleicht doch Panik schieben? Das Spezielle bei Zuhause im Glück ist es, dass wir eben solche Maßanfertigungen vor Ort mit den Schreinern lösen können. Hier ist der Otto gefordert. Das wird eine klassische Holzbaukonstruktion sein, ebenso auch dieser Belag. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir alle Toleranzen aus dem Bestand hier vor Ort ausmerzen müssen. Terrassenholz für Podest und für die Stufen. Ja, Länge mal Breite und dann hier die drei Auftritte, vier Steigungen. Gut. Wunderbar. Gebe ich direkt an Wolfgang so weiter. Genau. Und sobald das Material ist, kannst du dann schon loslegen. Genau. Das Fundament könnten wir vorher setzen übrigens. Ja, das machen wir. Damit das dann schon fest ist. Genau, so machen wir es. Okay? Gut, okay, machen wir. Gut. Tag 3! Auf unserer Baustelle hier bei Familie Sunderland. Wir gehen jetzt rein, auch wenn es bei dem Wetter draußen schöner wird. Wir stellen ja nun hier wirklich das komplette Haus auf den Kopf. Und wir haben sehr, sehr viel zu tun. Und es gibt hier sehr viele sehr engagierte Helfer, die uns unterstützen und uns eben hier dieses Wohnzimmer herrichten. Was für Gewerke sind denn eigentlich vertreten? Wir haben hier Malerei auf jeden Fall. Malerei, ja. Schreinerei haben wir auch. Das heißt und Boden und Decke. Maurer. Im wahrsten Sinne des Wortes Freunde, auf die man bauen kann. Dank dieser Unterstützung kann man dem Sunderland-Trio ein rundum sorglos Paket schaffen. Ich mache jetzt hier das Aufmaß für Alinas neues Kinderzimmer und sie bekommt ihre Privatbereiche, indem wir hier einen Teil fürs Bett abteilen und hier entsteht die Ankleide. Werden unsere Schreiner dann später bauen und in diese Kojen kommt dann später das Bett von Alina. Der Kleiderschrank kommt hier hin und dann entsteht hier eine selbstgeschreinerte Sitzbank, die auch noch gepolstert wird und das Ganze wird hier auch noch mal teilweise verblendet. Noch sind das lediglich Zukunftsvisionen, denn im Moment stehen noch die groben Vorarbeiten bei fast allen Gewerken auf dem Plan. Sehr effektiv, aber eben nicht so sichtbar wie Abriss oder Feinschliff. Bei so vielen Stemmarbeiten hier in einem kleinen Zimmer, wir sind aber Tag 3 und wie man sieht, ist hier nur das grobe Arbeit geschehen. Ich mache weiter für Manolo und hoffe, dass ich keine zweite Leitung anbohre bzw. anschneide. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ja, hoffe ich für dich mit. Tag 3 auf unserer Baustelle. Der Trockenbau ist komplett fertig und damit haben wir unsere Ziele erreicht. Und somit ist Feierabend.
Ich suche jetzt gerade hier ein Brett für meinen Basteltipp. Ich habe vor, eine Garderobe für die kleine Jolene zu basteln zum Thema Pferde. Und hier oben ist der alte Heuboden in der Scheune. Und hier liegen tolle alte Bretter rum. Die sind natürlich sehr dreckig und leider auch etwas kaputt. Aber ich brauche nur einen Teil davon und das Brett ist jetzt super dafür. Man braucht ein altes Holzbrett, circa 1 Meter lang, 4 Hufeisen, metrische Schrauben, einen entsprechenden Bohrer, einen Akkuschrauber, Schleifpapier, eine Holzsäge, eine Metallsäge und Metalllack. Ich habe ja ein relativ langes Brett, brauche aber nur 1 Meter, also suche ich mir den besten Teil raus und säge die schadhaften Enden ab. Jetzt geht es darum, eine glatte Oberfläche zu schaffen und während des Schleifens entscheide ich, wo ich aufhöre. Ich möchte zwar eine glatte Oberfläche, aber es soll dennoch rustikal und alt aussehen. Die Hufeisen haben eine sogenannte Zehenkappe. Das ist etwas, was hoch steht und die bohre ich jetzt durch. Dazu benutze ich einen HSS-Bohrer. Ich möchte die Hufeisen alle 20 cm nebeneinander setzen, also setze ich mir dort auch die entsprechenden Bohrpunkte, zeichne mir das Ganze an und dann wird gebohrt. Jetzt kann ich die Hufeisen auf mein Brett montieren. Die Schrauben kontere ich dann mit Muttern auf der anderen Seite. Die überschüssigen Enden der langen Schrauben säge ich mit der Eisensäge ab. Wir verwenden hier echte, unbehandelte Hufeisen und damit es später nicht auf die Kleidung abfärbt, lackiere ich die Hufeisen noch mit grauem Metalllack über. Fertig ist die Hufeisengarderobe. Ich wünsche natürlich der Familie, dass sie ihr ganz viel Glück bringen möge. Und wenn Sie Lust haben, diesen Basteltipp auch nachzubasteln, finden Sie die komplette Anleitung bei rtl2.de. Guten Morgen, Otto. Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Tom. Grüß dich. Na? Ja, Tag 5 bei uns auf der Baustelle. Wir haben heute Verstärkung von Tom. Elle ist gestern abgereist und es ist auch gut, dass Tom da ist, denn das Bad liegt von den Räumen immer noch am weitesten zurück. Ach, hey. Ansonsten stehen heute in erster Linie Malarbeiten an, es muss noch gespachtelt werden und die Schreiner verlegen die Böden. So, und du gehst jetzt erstmal ins Bad. Dann bin ich gespannt, was mich drin erwartet. Genau, der Sascha ist schon drin. So, ihr beiden, seid ihr mit den Fliesenarbeiten gleich fertig? Darf ich dir mal den Ronny entführen? Ja, denn ich würde gerne mit dir noch die Zeichnung oben durchsprechen. Bis jetzt sehen die Räume noch kahl aus, aber jetzt beginnen die schönen Details, sowohl für die Maler als auch für die Schreiner. Besonders hier in den Kinderzimmern wird es ganz, ganz tolle Betten geben. Das Ganze musst du dir so vorstellen. Also das, die Längsseite hier, ja. Und wir schließen etwa hier ab. Da kommt eine 1,20er Matratze rein. Dieses Seitenteil geht Raum hoch. Und dieses hier hat in der Mitte den Ausschnitt. Ja, diese Bettumbauung hat natürlich einmal einen schönen Effekt im Raum. Aber vor allen Dingen denken wir natürlich auch an die Kinder, die sehr viel Geborgenheit brauchen. Einen Ort, wo sie sich zurückziehen können. Und deswegen bekommen auch beide Mädchen so ein besonderes Bett. Hier wird noch tapeziert. Was meinst du, erst tapezieren, dann bauen? Oder wir können eigentlich auch später tapezieren, ne? Ich würde Mike das durchschleifen lassen und grundieren und dann würde ich es tatsächlich schon montieren. Mhm. Okay, und dann zum Schluss die Tapete. Okay. Okay. Danke dir. Jo. Auch andere arbeiten gerade an ersten Charakterzügen für das Haus. Das wird jetzt meine Ableitung. Das heißt, ich werde hier von den 8 cm 4 cm das Holz entfernen. Das ist ja Fichteholz. Und das mache ich hier mit der sogenannten Kappsäge. Kappsäge aus dem Grund, das ist eine stationäre Säge und die kappt eben runter. Das ist keine Dauchsäge. Dauchsäge setzt man eben an und drückt dann die gesamte Säge runter. Das könnte man hier mit der Säge schneiden, schon, aber die haben wir leider nicht vor Ort hier. Also machen wir das mit dem typischen Tischlerhandwerk und das ist eben Stemmbeil. Also stemmen wir es raus. Auf der Baustelle setzt man gerade alles daran, dass zukünftig auch der Alltag von Annika und den Kindern wieder unbeschwert wird. Beim Auszug haben wir schon festgestellt, die Helfer sind wahnsinnig motiviert. Es ging wirklich super, super schnell, alles ganz strukturiert. Und so geht es jetzt auch bei der Unterstützung im Wohnzimmer weiter. Auch da geht es durch die Helfer wirklich wunderbar voran. Und so wird irgendwann aus irgendeinem Haus tatsächlich das maßgeschneiderte Heim für die Sunderlands. Auf der Baustelle hier steht uns immer vor Augen, für wen wir es tun, warum wir es tun und wo das Schicksal der Familie gelagert ist. Und das ist ja letztlich das, was uns tagtäglich auch motiviert. Das und natürlich die bald schon sichtbaren Früchte des schweißtreibenden Einsatzes. Und für heute ist jetzt Feierabend. Tag 6 der Sunderland-Baustelle in Wilhelmsthal. Und heute haben vor allem die Maler Grund zur Freude. Stand der Dinge im Obergeschoss lautet,
Die zwei Kinderzimmer sind streich- bzw. spritzfertig. Damit wollen wir jetzt anfangen, Matti und ich. Wir werden uns jetzt an die Decken und Wandflächen begeben mit Airless-Spritzgerät. Und dann ist das, denke ich mal, in einer Stunde durch. Geht los. Die größte Hürde ist es für Sie, in das Haus zu kommen, weil es eben diese drei Stufen gibt. Eine Rampe wäre hier nicht möglich, weil sie viel zu lang wäre. Wir hätten sie abwickeln müssen ums Haus herum. Der Lift ist die optimale Lösung. Also wir wussten jetzt nicht so richtig, was auf uns zukommt. Wir haben die Information bekommen, hier kommt ein Hublift hin. Der wird natürlich auch elektronisch bedient. Und jetzt haben wir vorgefunden, ein großer Kasten, wo dieses Aggregat drin ist. Der ist optisch jetzt vielleicht für die Hausfassade nicht so prickelnd, deswegen nehmen wir den jetzt in den Keller rein. Und jetzt werden die ganzen Leitungen nach drin gezogen, auf diesen Kasten aufgelegt und dafür bereite ich jetzt eine Bohrung vor. Die Optik spielt halt schließlich auch eine wichtige Rolle bei Zuhause im Glück. Heute geht es Schlag auf Schlag voran. Die neue Küche darf ihr Zwischenlager verlassen und macht sich in ihrem neuen Zuhause breit, das soeben um ein weiteres Highlight erweitert wurde. So. Oh. Habt ihr es geschafft? Ja. Kann ich Probe fahren? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin neulich eine Achterbahn gefahren, die war nur unwesentlich langsamer. Guck mal, das geht auch mit automatisch. Respekt. Eine kleine Fahrt, die für riesige Erleichterung steht. Am 7. Baustellentag in Bayern füllen nicht nur die fleißigen Handwerker das Haus von Familie Sunderland mit Leben. Nach und nach werden immer mehr Akzente gesetzt, sogar in Farbe. Also ich habe jetzt die zwei hier mitgebracht. Einmal den dunklen für den Trockenbaukasten. Mhm. Der hier ist der hellere Ton dazu. Ne? Annika liebt Rottöne und vor allen Dingen in ihrem Schlafzimmer greifen wir diese Farbtöne auf, um ganz viel Wärme zu erzeugen. Und hier kann sie entspannen und endlich ankommen. Und das ist das, was wir ihr wünschen mit diesem Schlafzimmer, dass sie einen Ruhepol im Haus findet. Die heutige Farbexplosion endet aber natürlich nicht im Erdgeschoss. Auch Alinas Zimmer erlebt gerade sein blaues Wunder. Die Chefin selbst setzt hier Akzente. Also man sieht sehr schön jetzt den Farbverlauf hier in Alinas Koje, von dunkel zu hell. Und das Ganze wirkt schon fast wie ein Meeresspiegel, weil sich das Ganze auch so ein bisschen wellenförmig entwickelt hat. Und ich bin mir sicher, dass es Alina gefallen wird. Das Ganze lief auch relativ schnell, eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt gebraucht. Klebebänder weg, Folie weg und dann kann hier eingerichtet werden. Na, das ist doch mal eine Ansage, die nach Fortschritt schreit. Und der wird jetzt auch vor dem Haus in Form einer maßgeschneiderten Treppe sichtbar. Die Möbel hier im Haus der Familie Sunderland waren ja eher altbacken bzw. waren auch schon beschädigt. Die Ausnahme waren die Kinderzimmer, aber trotzdem, die Mädels sollen auch einen neuen jugendlichen Look bekommen. Deswegen bekommen sie in erster Linie helle Möbel, weiße Möbel und auch unten im Erdgeschoss wird es viele neue Möbel geben. Und ich freue mich auch sehr, dass wir das Wohnzimmer noch mit einer großen Couch ergänzen können, die eine Schlaffunktion hat. Und jetzt kann es sich die Oma in Zukunft aussuchen, ob sie unten schläft oder im Dachgeschoss. Mit allen Räumen innerhalb des Hauses können wir sehr zufrieden sein, bis auf das Bad. Da kommt halt alles zusammen. Und wenn wir am 7. Tag heute mal schauen, wo wir stehen, dann hängt das Bad leider hinterher. Ach du Scheiße. Tom? Ja? Tom? Hier? Was ist denn mit dem Bad? Ich will da drinnen schleifen. Vor 10 Minuten fertig geworden, gibt der Fuge noch eine Stunde. Dann decke ich für dich ab, dann kannst du rein. Wäre das ein Deal? Ja, dann machen wir so. Perfekt. Dann mache ich noch mal anderes schnell. Wunderbar. Danke. Arbeitsleerläufe entstehen dadurch zum Glück nicht. Denn es gibt überall noch genug zu tun. Unendlich viele Kleinigkeiten fehlen in jedem Raum, um das Gesamtbild am Ende auch wirklich perfekt zu machen. Unser 8. Baustellentag hier bei Familie Sunderland ist gleichzeitig natürlich auch der Tag, an dem die Familie einziehen soll. Allerdings sieht es hier immer noch mehr nach Baustelle aus. Kein Raum ist fertig, in der Küche wird noch tapeziert und auch die Deko fehlt noch. Im Bad haben wir noch mächtig Montagearbeiten. Letztlich muss alles fertig werden, bevor die Familie nach Hause kann. Aber gemäß diesem Familienschild halten wir auch als Team zusammen und schaffen das auch.
Hand in Hand arbeitet man gemeinsam nur noch einem Ziel entgegen. In wenigen Stunden soll in einem gemütlichen, barrierefreien Heim der Neuanfang von Familie Sunderland eingeläutet werden. Ein bisschen was muss bis dahin noch passieren. Ach ja, Betty, so langsam sind wir doch hier durch, genau. Jetzt muss aber dringend mal der Ofen rein, aber vorher muss die Jessie hier noch Wunder bewirken in der Ecke. Ja, allerdings. Da ist der Dreck von 40, 50 Jahren wahrscheinlich noch drauf. Kannst du mal bitte gucken? Hier vorne in die Ecke kommt gleich noch ein Ofen. Da hat auch mal einer gestanden. Du siehst, hier ist alles verrußt und der alte Dreck ist noch auf dem Boden. Hier kannst du mal einen ordentlichen Vorher-Nachher-Effekt erzielen. Ja, prima. Kann man mal zeigen, was man können, ne? Ja. Es ist auch nach gut 12 Jahren immer wieder erstaunlich, was in 8 Tagen möglich ist. Und ich bin selbst immer wieder persönlich auch erstaunt, was das Team hinkriegt, auch wenn es manchmal so aussichtslos ist. Es klappt immer und das macht uns natürlich alle auch ein Stück weit sehr stolz.